Ciao zusammen! Eigentlich wollte ich jetzt gerade eine neue Folge von Vernetztes Spielen, 10 Wins in Folge, aufnehmen, aber dann sehe ich das. Verbleibenden Tage 1, Ninja Speedrun. Also muss ich das jetzt wahrscheinlich machen, weil es ist nur ein Tag übrig. Gut, es ist Mittwoch, 3 Uhr morgens, jetzt ist Montag, wo ich das aufnehme. Und ich habe eigentlich ziemlich Bock auf Ninja Speedrun. Das habe ich irgendwie vergessen. Ich habe, dann glaube ich, ein einziges Mal auf Twitter habe ich ein Video gesehen, aber sonst ist es blind und ich habe gar nicht daran gedacht. Und jetzt werde ich in diesem Video das spielen. Es gibt noch kein neues Outfit, erst beim nächsten Ninja Speedrun gibt es ein neues. Aber ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock. Dieser Text ist eher langweilig, den werde ich gar nicht lesen. Kettengreifer Parkour. Eben ist fast komplett blind. Ich habe nur ein einziges Mal ein Video auf Twitter oder so gesehen. Also, ist wirklich fast komplett blind. Okay, Kettengreifer sind extrem spaßig. Oh mein Gott, das ist eines der spaßigsten Elemente in Super Mario Maker 2, die Kettengreifer. Wirklich eine der spaßigsten Neuerungen. Okay, also nur Erkundung. Ich habe das Level noch gar nicht gesehen, so, dann nach unten. Ja, okay, dann der Bumper. Dann soll ein bisschen schwierig sein, das zu optimieren. Das ist mehr so ein Level, wo es wirklich von links nach rechts geht. Sonst waren ja viele Level, wo man einfach... gut, jetzt muss man auch nach links gehen, aber bei den allermeisten Leveln muss man nicht so viel einfach nach rechts gehen oder nach oben oder beim Katzen-Mario-Level musste man hin und her gehen. Einzig beim allerersten Ninja Speedrun muss man ziemlich nach rechts und das ist auch so ein ähnliches Level, wo man einfach nach rechts gehen muss, aber man muss nicht einfach nur nach rechts rennen und im richtigen Moment springen, sondern es ist schon ein bisschen mehr. Und ja, ich will auf jeden Fall, was sind da die Linien? Das sind 21, 22, 23, 24, also unter 24 Sekunden ist mein Ziel. Und unter diesen großen Balken. Also am Anfang, das glaube ich so, ziemlich optimal. Muss man ein bisschen timen, aber da unten durch ist, glaube ich, gut. Aber jetzt da dieser Bumper. Das slowt schon ein bisschen down. Das bremst ein bisschen ab, oder wie auch immer auf Deutsch man es sagen will. Das muss ich noch ein bisschen schauen, wie das ist. Aber ich habe auf jeden Fall Bock. Ich denke, ich werde jetzt nicht 3 Stunden dran sein, wie jetzt beim Katzen-Mario Ninja Speedrun, wo ich dann in der Top 600 war. Top 600 der Welt oder so. Jetzt werde ich halt einfach versuchen, besser sein als diese große Balken. Und ich will das Video auch noch heute bringen, also... Ich kann rauf, auf dieses blaue... auf die blaue Semi-Solid-Plattform. Das sollte gehen. Und dann möglichst nicht den Speed verlieren, weil wenn man auf die blaue Plattform kommt, ist man schon ziemlich am Rand. Aber ja, das war eigentlich perfekt. So. Okay. Und da muss man wahrscheinlich einen großen Sprung machen, wenn man gleich direkt dort reinkommt. Und ich will das nochmal üben. Ich komme irgendwie von daher. So. Und dann geht's da. Ah, und dann muss man irgendwie vielleicht auf den Koopa rauf. So, dann... das ist ein bisschen schwierig. Kann ich von der gleich sofort da rauf? Ich glaube, das ist sogar schneller. So. Da, ich glaube, rutschen ist langsamer bei einer steilen Schräge. Okay. Gut, ich glaube, ich habe ein paar Sachen gelernt. Ach ja, und wie immer seht ihr dort unten rechts die Zeit, die ich brauche. Also, ihr seht, wie lange ich in der Aufnahme bin. Oh nein, das war nichts. Okay, man kann gleich direkt zum nächsten Kettengreifer springen. Alles klar, das habe ich jetzt herausgefunden. Ah! Yes! Yes, okay, jetzt aufpassen. Ich kann diesen Teil jetzt noch nicht. Da habe ich nicht so viel geübt. 22! Okay! Das ist ja mal verdammt gut. Okay, ich habe jetzt überhaupt nicht online nachgeschaut, was für eine Route ist und ich bin im zweitvordersten Balken. Oh mein Gott. Das ist ziemlich krass. Ich weiß nicht, was ich da noch verbessern kann. Also am Anfang ist eigentlich ganz gut. Dann da habe ich gemerkt, kann man gleich direkt zu dem springen, dann auf das Blaue rauf eigentlich. So, direkt rüber springen, dann auf das Blaue rauf. Genau, ein bisschen abbremsen, dass man da ein bisschen Speed mitnehmen kann. So, diesen Sprung sollte man eigentlich schaffen. Genau so.
dann muss man da so hochspringen. Genau, das muss man ziemlich schnell machen und dann... Ah, dann weiß ich nicht, weil wenn man da oben ist, kann, was ist da das Klügste? Also ich komme da oben an, da ist normalerweise noch der Koopa. Ich glaube, gleich direkt zu dem Kettengreifer springen ist, glaube ich, klug. Weil ich glaube, zum anderen direkt kann man diesen Sprung schaffen, aber ich glaube, es lohnt sich sowieso zum Mond zu gehen. So, den Koopa, den... Gibt's da was? Lol. Moment mal, da ist ein Stehen. Moment mal. Mit dem ist man ja viel schneller. Moment mal, das ändert jetzt vieles. Kann das sinnvoll sein, den Stehen zu nehmen? Weil man braucht ein bisschen Zeit natürlich, um den Stehen zu aktivieren, aber dann ist man extrem schnell. Das ändert jetzt vieles. Aber so viel Zeit kann man da eigentlich auch nicht rausholen, weil ich bin schon im zweitvordersten Balken. Also unter 21 Sekunden hat es doch niemand geschafft. So. Bringt das viel? Also jetzt habe ich, glaube ich, eine schlechtere Zeit mit dem Stehen hinbekommen als sonst meine PB. Machen die Leute im Weltrekord das mit dem Stehen oder ohne Stehen? So, genau, 22,4, jetzt hatte ich 22,8 fast. Ich weiß nicht was, ich glaube, jetzt bin ich etwa eine Viertelstunde dran. Ich schaue mal auf YouTube, wie es die Profis machen. Weil ich habe jetzt eine ziemlich gute Zeit hinbekommen durch selber experimentieren, aber ich glaube, es ist eigentlich klug und auch effizienter, wenn ich schaue, was für eine Route die Profis nehmen. Okay, interessant. Ich habe jetzt ein Weltrekord-Video angesehen. Ist, glaube ich, nicht mehr der aktuelle Weltrekord, aber ich habe keine bessere Zeit gefunden. Und der Weltrekord, der nimmt tatsächlich den Pilz am Anfang. Und er bleibt am Ende auch groß. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, den Pilz zu nehmen am Anfang. Aber ja, dann nehme ich das halt auch und auch ein paar andere Sachen, die interessant sind in der Route, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. So, das hat er genau gleich gemacht wie ich, aber dann da. Dann da die, ist er da irgendwie so gesprungen. Das ist anders. Das werde ich nochmal zeigen, nochmal verbessern. Dann da hat er es genau gleich gemacht wie ich, aber dann da hat er später noch nicht auf den Bumper gesprungen, sondern er ist auf Koopas gesprungen. Weiß nicht, ob ich das auch gemacht habe. Jedenfalls sagt er gleich runterspringen und dann da auf den Koopa springen. So. Statt direkt zum nächsten Bumper auf den Koopa. So, aber da am Anfang unten durch zum Pilz und dann dort bei der blauen Plattform ist ein bisschen speziell. Und der Weltrekord war 20 Sekunden, 9 irgendwas. Also es ist unter 21 Sekunden möglich. Also es existiert ein Balken dort bei 20 Sekunden, aber das ist einfach nur so klein. Also man sieht es nicht. Ich dachte zuerst, es wäre unmöglich unter 21, aber es haben manche Leute mit 20,9 irgendwas geschafft. Genau so irgendwie hat er es gemacht im Weltrekord. War einfach ein bisschen schneller als ich, aber so hat er diesen Teil gemacht. Nein! Treffer immer am Anfang den Kettengreifer, aber ich muss bis etwa da rennen, also zwischen diesen kleinen Röhren und dann muss ich einen kleinen Sprung machen, also keinen allzu großen. Und dann schaffe ich es eigentlich zum Pilz zu kommen. Also dort zwischen den beiden letzten Röhren einen Sprung machen, ein bisschen kleiner und dann schaffe ich es zum Pilz. Ich muss noch ein bisschen das Gefühl dafür bekommen. Nein, man muss beim Koopa einen vollen, großen Sprung machen. Das habe ich nicht gemacht. Sonst wäre dieser Run so gut gewesen. Unter 22 will ich auf jeden Fall, also 21,x. Das will ich auf jeden Fall schaffen. Oh, ich überlege ja auch gar nicht. Oh, jetzt habe ich gar nicht daran gedacht. Oh. Ich war überhaupt nicht konzentriert. Juhu. Was? Nein, als ob ich das Ziel verpasst habe. Ah, darum braucht es den Pilz. Wenn man da den Pilz verliert, dann ist Luigi in der Schwimmanimation. Dann kann man nicht da... nicht so easy hochspringen. Ach so, deshalb braucht man den Pilz. Für diese Stelle. Yes!
Yes, 21,68 und ich glaube, mit dieser Zeit bin ich ziemlich zufrieden. Jetzt bin ich 38 Minuten am Aufnehmen, gut, das seht ihr ja auch, unten rechts und ich bin beim vordersten Balken. Also es gibt tatsächlich noch einen Balken da, aber man sieht ihn gar nicht. Also es ist nicht mal ein Pixel hoch oder ich sehe es nicht. So, und falls ihr euch fragt, wie ich das Ganze zoomen mache, in den Einstellungen kann man es irgendwo finden. Also die Einstellungen bei der Switch sind eh nicht so groß, also ihr werdet das schon finden. Weil ich werde jedes Mal, wenn ich das mache, werde ich in den Kommentaren gefragt, wie ich das mache. So, gut. Also ich bin ja echt ziemlich zufrieden mit dieser Zeit. Und ja, das Speedrun war eigentlich auch ganz gut. Das war jetzt der erste Mario Bros. 3 Speedrun. Jetzt haben wir, glaube ich, alle 5 Stile. Genau, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ninja Speedruns. NSMBU kam doppelt vor. Ja, also ist einer der coolsten Speedruns bisher. Der Katzen Mario war auch ziemlich geil. Der allererste war auch ziemlich cool. Also eigentlich sind alle extrem coole Speedruns. Also die Level sind wirklich extrem gut gemacht von Nintendo, dieser Speedrun da. Den fand ich vielleicht am wenigsten überzeugend, aber der war wirklich verdammt gut. Er ist eher kurz, also wenn man das Video auf Twitter teilen will, dann kann man es auch in Volllänge, weil man kann ja nur 30 Sekunden aufnehmen und das reicht auf jeden Fall. Weil zum Beispiel bei anderen, zum Beispiel da, steht zwar 27 Sekunden, aber durch die Röhren und so kann man nicht den ganzen Speedrun auf ein Video bringen. Also ja, und die Kettengreifer machen verdammt viel Spaß. So, also ja, ihr könnt jetzt gerne nochmal meinen Rekord ansehen, euch ein bisschen Tipps daraus holen und jetzt habt ihr noch einen Tag Zeit, um euren persönlichen Rekord noch aufzubessern. Aber ich denke mal, für die Goldmedaille muss man, sag ich mal, 24 Sekunden und stelle es ein, nehme ich mal an. Das ist so meine Schätzung für die Goldmedaille. Man muss es einfach nur geschafft haben für die Outfits. Also die Outfits sind ja keine Sache. Ich glaube, man kann die Outfits sogar auch im Nachhinein noch holen. Also man kann sich noch den Stempel holen, nachdem das Speedrun-Event fertig ist. So, ich glaube, ihr habt eh alle schon abgeschaltet. Es wäre noch ziemlich nice, wenn ihr einen Daumen nach oben hinterlassen würdet, den Kanal abonnieren würdet für noch mehr Videos, weil bald wird es wieder salzig. Ja, also, ich werde jetzt noch das Video schneiden, damit es noch heute online kommt. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!